Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um das Thema gebrauchte Teile. Ich habe mir jetzt gebraucht eine Fox 36 gekauft mit 170 mm und bin mal gespannt, wie das funktioniert. Kann das gut gehen, wenn man sich nur gebrauchte Teile kauft, oder wie seht ihr das? Lieber nur neu kaufen oder gebraucht und einmal überholen, vielleicht mal einen kleinen Service machen und dann damit fahren. Also ich bin damit bis jetzt immer sehr gut gefahren, weil auch mein Hinterraddämpfer zum Beispiel ist gebraucht und funktioniert top. Ich habe jetzt nur mal einmal den Service gemacht. Das war jetzt mit 30 Euro für die Teile auch nicht so teuer, ist auch nicht so schwer. Und daher würde ich sagen, ja, ich probiere das mal aus. Werde jetzt mal ein bisschen auf die Hometrails gehen und mal die Gabel ein bisschen austesten, wie sie soweit funktioniert. Habe mir aber von vornherein jetzt schon mal 3 Volume Spacer reingemacht, damit ich die Gabel einigermaßen weich fahren kann und so trotzdem in den Sprüngen nicht durchschlägt. Ich hoffe, das funktioniert und werde das jetzt mal ausprobieren. Und bevor es richtig ans Testen ging, kam dann doch der Regen schneller als gedacht und ich habe das Ganze auf einen anderen Tag verlegt. Und zum Testen hatte ich dann auch noch ein bisschen Begleitung dabei und mit Freunden zusammenfahren macht das Ganze sowieso immer mehr Spaß. Ja, viel besser. Und nach ein paar Sprüngen kann ich dann wirklich sagen, dass sich die neu gebrauchte Gabel richtig geschmeidig anfühlt beim Landen und mir das wirklich gut gefällt. Ich muss sagen, der Test war sehr gut. Die erste richtige Probefahrt damit mit der Fox 36 war richtig klasse. Die Gabel ist ja normalerweise in diesem Rahmen verbaut. Wer meine Videos kennt,
weiß oder kennt die Geschichte dazu. Ich hatte ja vorher eine Fox 34 drinne mit 160 mm von 2014 und die ist vom Gefühl her, vom Fahren her, mit dieser nicht zu vergleichen. Also ich würde sagen, Test bestanden und wenn alles so bleibt, super Sache. Wie steht ihr denn dazu mit den gebrauchten Teilen? Also ich bin wieder mal positiv überrascht und begeistert und ja, hat euch das Ganze gefallen? Ihr wisst, lasst wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren und natürlich seid ihr neu, freue ich mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ich sage jetzt einfach mal, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.